Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly Welly Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir mal wieder ein bisschen bauen. Ja, ich habe erst überlegt, dass wir den Dschungel weiter bauen, aber wir müssten ja noch den Ostwaldbereich bauen auf der neuen Insel. Wir gehen erstmal zu Dagobert. Ne? Ich müsste eigentlich auch noch das vergessene Land bauen, nur die nächsten Wochen kommen ja noch relativ viele Sachen für das vergessene Land. Darum wollte ich da erstmal noch ein bisschen warten. Gucken wir mal. Ne? Wir haben noch viel zu tun. Der neue DLC wird ja hoffentlich im Dezember kommen, Anfang Dezember. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 6-7 Wochen. Bis dahin will ich eigentlich alles fertig haben. Auf den alten Inseln sozusagen. Sonnige Ebene machen wir auch noch. Da warten wir noch auf das Sonnige Ebene Haus. Ja, aus dem Mondsteinladen-Shop. Premium-Shop. Ne? Das sieht ja ganz cool aus. Dann machen wir das auch zu Ende. Küchentheke. Hau den Lukas. Diese Küchentheken auch, ne? Da sollen sie mal die Option einführen, dass man die einfach ausschalten kann, dass sie gar nicht mehr in den Shop kommen. Das wäre mal richtig cool. Ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Hier ist auch nichts Neues. Alles alter Krimskrams, genau. Ja, gucken wir mal, ne? Vergessenes Land könnte man jetzt auch einiges machen. Wir haben ja noch dieses kleine Häuschen, wir haben ja jetzt noch diese Herbsthäuser. Ich glaube, ein Herbsthaus kommt ja noch. Ich glaube, das mache ich auch alle ins vergessene Land, weil Nelope nehme ich wahrscheinlich auch aus dem vergessenen Land wieder raus. Oswald nehme ich da jetzt auch wieder raus. Da müssten die ganzen Halloween-Häuser halt alle hin. Ich kann es euch ja mal gerne zeigen. Also es gibt noch viel zu tun, viel zu tun. Wie ein alter, weiser Mann sagen würde. So, genau, das haben wir hier alles schon. Ich habe halt auch überlegt, von der blauen Oma das Gebiet ein bisschen kleiner zu machen. Ne? Die nimmt natürlich schon viel in Anspruch. Ich finde es aber eigentlich ganz cool. Ne? Man könnte natürlich ihr Haus hier hinsetzen. Man könnte hier noch ein Häuschen hinmachen. Das Haus müssen wir auch noch hier hinstellen, irgendwie. Genau, Vanellope werde ich wahrscheinlich, komm weg, komm wahrscheinlich dann auf die neue Insel irgendwo hin. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendein Gebiet für sie finde. Vielleicht da irgendwo an die Docks oder so. Oswald kommt auf jeden Fall weg, weil wir haben ja auch das Haus hier noch. Ne? Wir haben hier noch dieses kleine Haus. Wir haben jetzt noch hier dieses Herbsthäuschen. Genau, das Herbsthaus haben wir noch. Wir haben noch das hier, das muss auch noch ins vergessene Land. Da kommt ja noch irgendwann dieser dämonische Hügel. Dieser Vulkan kommt ja auch noch. Da kommt ja noch ein Herbsthaus. Also es wird brechen voll. Und ich werde es dann einfach auch hier dekorieren. Ich weiß, dieses Ding kann man leider nie verschieben. Ich glaube, das kommt auch nicht mehr. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich werde es einfach drumherum dekorieren, damit wir es irgendwie mal fertig bekommen. Ich warte ja schon seit 1,5 Jahren darauf. Ich glaube, es wird nicht mehr passieren, dass man das Baumhaus bewegen kann, was ich sehr, sehr schade finde. Was auch das ganze Biom so ein bisschen kaputt macht. Ne? Ich hätte ja gerne hier so die Straße gerade noch gehabt zu dem Rathaus. Aber leider versperrt das jetzt den Blick aufs Rathaus. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Aber es hilft ja alles nichts. Vielleicht dekoriere ich denn hier nochmal so ein bisschen. Warte mal. Vielleicht das hier, das würde ich, glaube ich, hier irgendwie hinstellen. Das ist schön klein und kompakt. Dann machen wir heute hier nochmal so ein bisschen was. Steine vielleicht ein bisschen weg. Ich muss erstmal mit diesem Free-Flow-Bauen wieder klarkommen. Das haben sie jetzt ja wieder geändert. Bin schon fast überlegen, das wieder einzustellen, wie es neu war. Wo die Hand in der Mitte fest verankert war. Ich weiß gar nicht, ob mir das sogar besser gefällt. Muss ich irgendwie sagen. Ich glaube, ich muss erstmal wieder jetzt hier dran gewöhnen einfach. So, gucken wir mal. Das wird einfach hier irgendwie platzieren. Baum weg. Oder? Ich würde es einfach hier hin machen. Ist schön klein, kompakt. Nimmt nicht viel Platz weg. Oder? Bisschen Weg hier einfach hin. Zack. Man sieht wieder nichts. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was herstellen, ne? Oh, da muss ich noch mal ein bisschen Weg herstellen. Finde ich aber ganz guter. Darum mag ich das immer, wenn die Häuser schön klein und kompakt sind. Da kann man die schön in die Ecken reinquetschen. Ne? Wo jetzt die Säule noch stand. Bergbank? Hallo? Okay, hat doch noch funktioniert. Ich dachte schon. War eine lange Schwarzblende. So, Zäune. Dann machen wir natürlich hier diesen Horrorweg. Können wir auch mal ein paar Mal herstellen. Brauchen wir eh wahrscheinlich noch öfter. Aber wie gesagt, vergessenes Land werden wir im Großen und Ganzen dekorieren, wenn alles da ist. Weil vorher lohnt sich das ja praktisch gar nicht. So. Hätten wir das schon mal so ein bisschen. Wir haben auch noch 1000 Objekte hier frei. Also das sollte eigentlich alles noch sehr, sehr gut passen. Ja, mit dem Weg ist ein bisschen komisch. Ja, könnte man da so lassen. Vielleicht mache ich es hier auch noch so ein Stück. Ja, vielleicht irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, ob ich es komplett auf den Weg stellen würde. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich lasse es nur so. Ja. Könnte man hier noch so ein bisschen Dorn hinmachen. Warte, muss ich die Nachtdorn eben nochmal entfernen? Aber sieht doch ganz netter aus. Ja,
Finde ich doch ganz schön. Da mache ich auch Jack Skellingtons Haus. Hallo, Papa. Oder? Sieht doch so ganz cool aus. Machen wir das hier nochmal weg. Säule müsste da nochmal woanders hin. Müssen wir nochmal schauen. Könnte man theoretisch auch daneben stellen, aber mache ich, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal so einen Gammelbaum hinstellen würde, lieber. Ist eigentlich auch nochmal so ganz cool, ne? So ein gammeliger Baum. Die Büsche, ja. Ja, vielleicht hier noch so ein Büschchen hin. Bisschen weiter weg vielleicht noch. So. Das wieder weg. So ein Dörnchen kann man hier nochmal nehmen. So das kleine Deko. Ja, mehr würde ich da glaube ich gar nicht hinmachen. Hier noch so ein Dornteil. Oder? So ist das eigentlich ganz nett, finde ich. Haben wir so ein kleines Gebiet dafür den gebaut. Ist doch schön. Oder? Bringt doch nochmal einen neuen Pep rein. Säule müssen wir mal gucken. Müssen wir vielleicht irgendwo hier mal dann platzieren oder so. Wir haben ja auch noch die ganze andere Halloween-Deko, die ich ja noch im Gebäude habe. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch verwenden. Ja, diesen komischen grünen Schrank und so weiter und diese grünen Gläser. Aber ich glaube, das mache ich dann einfach, wenn wir alles haben. Dann werden wir uns ans vergessene Land auf jeden Fall machen in ein, zwei Videos. Aber so ist doch erstmal ganz schön, finde ich. Sieht doch gut aus. Integriert sich doch schön hier rein. Genau, Oswald-Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die andere Insel. Oswald-Sachen habe ich nämlich auch nochmal nachgekauft. Ich glaube, Oswald werde ich jetzt ganz oben auf diese eine Ebene machen. Ja, wir müssen auch noch die Oase fertig bauen, dieses kleine Gebiet. Da habe ich mir nämlich gedacht, wir machen da so ein bisschen dieses Münzjagd, diese Münzjagd-Figuren, so eine Sammelstelle dafür. Wir haben jetzt diese neue Säule vom Pumba bekommen. Habe ich auch schon im Stream gezeigt, wo man jetzt richtig geil diese Münzjagd-Figuren draufstellen kann. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Hier waren wir ja eigentlich im Großen und Ganzen fertig. Hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen Zahnradweg verlegen und so weiter. Aber sonst gefällt es mir hier eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. So. Genau, ich habe gedacht, wir machen hier oben einfach so ein Oswald-Gebiet rein. Feuerwehrstation muss ich auch nochmal schauen. Ob ich die vielleicht nochmal hier irgendwie hinmache. Ich stelle sie jetzt mal hier hin. Wird geparkt. So, hier müssen wir noch viel aufräumen. Feuerwehrwagen kann noch weg. Ist leider auch so gar nicht meine Ästhetik hier, diese Thun-Gebäude. Wenn, dann brauche ich ein Thun-Gebiet. Looney-Thun-Gebiet. So, die Bäume will ich erstmal alle wegmachen. So. Dann müssen wir gleich auf Wefer hier noch ein bisschen aufräumen. Kann ich hier sonst noch was wegmachen? Hier, das kommt auch noch weg. Cool, wenn wir noch so schwarz-weiße Bäume hätten. Gibt's aber leider nicht. Ich habe sogar noch ein paar Schienen gekauft. Aber ich zeige euch mal eben die Säulen, die ich meine. Genau, hier ist die Oase. Ja, hier müssten wir halt, wie gesagt, noch weiterbauen. Ja, müsste ich auch nochmal irgendwie machen, dass wir hier nochmal den Weg weiter verlegen. Ich weiß sonst nicht, was wir da hinstellen sollen. Und dass wir vielleicht dann irgendwie, Palme weg? Das machen wir alles beim nächsten Mal, aber ich kann schon mal ein bisschen Bäume entfernen und sowas. Also wir haben noch viele Baustellen, die wir bearbeiten müssen. So, das kann auch weg, das kann auch weg. So, jetzt zeige ich euch mal diese Säulen, alles. Hier, die haben wir auch jetzt vom Pumba bekommen. Dann können wir hier cool sowas hinbauen. Ich meine, das passt ja auch sehr gut zu diesem Herkules-Thema, was ich hier habe. Alles, dann suchen wir mal nach diesen Figuren. Da kann man da geil die Münzjagd-Figuren draufstellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle ausstelle. Aber da haben wir so eine coole, wie gesagt, so eine coole Ausstellungsebene irgendwie. Weißt du, weil ich weiß gar nicht, wohin mit diesen ganzen Münzjagd-Figuren. Eigentlich finde ich die nämlich ganz schön. Aber ich habe bisher noch keine richtige, keine Vitrine dafür gefunden oder irgendwie so ein Sockel, wo die richtig gut drauf aussehen. Der Sockel ist halt einfach perfekt. Der ist wirklich perfekt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich gehe mal auf ähnliche Gegenstände. Also finde ich persönlich eigentlich eine ganz coole Idee, die Dinger zu lagern. Okay, finde ich jetzt gerade nicht. Ne, und das passt gut hier zu diesem Herkules-Bereich, den wir da unten dann weiterführen werden, so ein bisschen. Gucken, wie ich das dann mache, ob ich da irgendwie alle in eine Reihe stelle, ob ich da drüber noch diese Dächer baue hier. Ne, vielleicht mache ich das hier so ein bisschen da drüber. Hier ist einfach null Platz. Es ist wirklich so unaufgeräumt. So, und dass wir das irgendwie vielleicht da drunter stellen oder so. Gucken, da vielleicht so zwei, drei, vier Figuren kann man auch schön da hinstellen. Da haben wir praktisch schon eine Münzjagd-Sammel-Kunstausstellung oder sowas. Ich glaube, das werde ich hier hinbauen. Oh, die Karussells drehen sich sogar weiter. Schön, das gefällt mir. Das ist cool. Genau, sonst haben wir halt noch den Dschungel, den wir weiterbauen müssen. Da habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel gemacht. Da habe ich jetzt hier noch diese Liege hingestellt, so eine kleine Ecke.
Das habe ich noch gemacht. Irgendwo habe ich noch diesen Schlafplatz hingestellt. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch weiterbauen. Hier habe ich dieses Schlafzelt hingebaut. Hier können wir noch den Weg weitermachen. Dschungel finde ich halt persönlich nicht so spannend, weil man einfach nur Pflanzen platziert. Zu 90%. Hier müssen überall noch Pflanzen hin. Das ist halt sehr, sehr viel kleine Friemelarbeit. Da komme ich mir schon vor wie im Miniatur-Wunderland. Hier müssen wir natürlich noch was bauen. Ne? Das ist so der letzte Dschungelbereich. Da sind wir mit dem Dschungel fertig. Hier habe ich jetzt diesen Zaun hingemacht, auch den neuen von Timon und Pumba. Und hier müssen halt auch noch viele Pflanzen, ne, hin. Dahinter, hier müssen noch Pflanzen hin. Pflanzen. Überall kleine Pflänzchen. Hier muss noch ganz, ganz viel hin. Das werde ich wahrscheinlich alles Offcam machen. Dann ist das hier schon mal fertig, so im Groben und Ganzen. Und dann müssen wir das hier auf jeden Fall noch machen. Da können wir noch diese große weiße Villa hinstellen. Das Farming-Gebäude müssen wir irgendwie noch mal platzieren. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Oswald. Dass wir den erstmal ein bisschen fertig kriegen hier oben. Dieses kleine Gebiet. Oswald passt eigentlich auch nicht so wirklich irgendwo hin. Außer es würde ein Schwarz-Weiß-Bioma irgendwann kommen. Aber das bezweifle ich. Oh, Münzen. Ja, ich hoffe, dass im Dezember dann auch wirklich der DLC kommt, dass nicht nur eine Legende ist. Wir werden es im November erfahren, aber ich gehe sehr stark zu 90,999% davon aus, dass das kommen wird. Weil muss auch, ne? Das Spiel braucht auch wieder ein bisschen neuen Schwung. Wir brauchen neue Gebiete. Ja, da muss was kommen. Also wenn jetzt nur Sally kommen würde, wäre schon sehr, sehr schwach. Ne? Wärt ihr denn bereit, nochmal 30 Euro auszugeben? Oder würdet ihr auch 40 Euro ausgeben? Mal gucken, wie teuer sie es machen. Ich glaube, die werden so bei 30 Euro wieder bleiben. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Akte es da auch geben wird. Und ob es dann auch mehr Charaktere geben wird, als jetzt nur 5 Stück. Ob sie ein bisschen was aus Rift in Time vielleicht mitgenommen haben oder so. Ob es ja ein neues Werkzeug gibt. Vielleicht gibt es ja das magische Buch, was wir schon im Trailer gesehen haben. Vielleicht gibt es so ein Zauberbuch. Also man kann da viel machen noch. So, erstmal aufräumen. So. Was ich mir halt immer noch wünschen würde, wäre immer noch die Levelerhöhung des eigenen Charakters. Dass man zum Beispiel einfach mehr Ausdauer bekommt. Zum Beispiel oben dieser Balken, dass der länger wird. Dass das Inventar vergrößert wird. Mehr Level, höhere Level bei den ganzen Charakteren wären auch richtig, richtig schön. Gehen auch Münzjagd weitermachen. Bringt neue Bretter, bringt neue Zauberbretter, neue Figuren. Das ist so schade. Macht doch mal Münzjagd-Turniere. Macht, dass man Geld setzen kann beim Münzjagd oder dass man wirklich Preise gewinnen kann. Weil die Motivation, Münzjagd zu spielen, besteht halt leider nicht. Das Spiel wird halt schnell langweilig. Das ist so schade, dass sie das fallen lassen. Das wären so ein paar coole Neuerungen, die ich mir wünschen würde. Oder dass man endlich wieder bei Dream Snaps, dass dieser Pixelbalken weitergeht, ne? Viele haben ja jetzt schon Level 10 erreicht und leider wird es einfach nicht weitergeführt. Das wäre doch richtig cool, könnte man da noch Level 20 und so erreichen. Schade eigentlich. Das wären so kleine Wünsche, die das Spiel auch besser machen würden. Aber irgendwie machen sie es leider nicht. Dann lassen die es irgendwie so fallen, so ein bisschen. Das, was ich sehr, sehr schade finde. Weil Münzjagd finde ich an sich eigentlich eine coole Idee. Es ist halt nur schnell langweilig, weil du gewinnst halt nichts wirklich, weißt du? Oder wie cool wäre es, wenn man das online spielen könnte. Ich weiß, viele mögen Münzjagd auch so nicht. Es ist jetzt auch nicht das perfekte Spiel. Ich würde mir eher so ein Kartenspiel wünschen. Dass man so Karten sammeln kann. So ein bisschen wie bei The Witcher 3 Gwent oder sowas. Oder bei Horizon gab es ja auch so ein Kartenspiel. Irgendwie sowas. Das fände ich ganz geil. Dass man sich so ein Deck zusammenstellen kann. Diesen ganzen Disney-Figuren und so. Ach, da könnte man doch so viel machen. Weil dann hätte man zwischen den Updates auch mal so ein bisschen was zu tun. So, wie kriege ich das hier weg? Aber ich hoffe, es kommt auch ein großer Multiplayer-Patch dann im Dezember. Das muss auf jeden Fall auch dringend verbessert werden. Oh, Junge, da hast du recht, Olli! Dankeschön, Miki sagt's auch. Guck. So, das hier. Ein bisschen Spitzhacken machen wir. Schwupp. Sorry, dass ich hier vorher nicht aufgeräumt habe. Ich dachte, es wird ein bisschen schneller gehen. So, Holz können wir auch nochmal mitnehmen. Sonst nervt das gleich wieder beim Bauen. Pflanzen müssen wir gleich noch ein bisschen entfernen. Das kann auch weg. So. Oh, das ist ein ganz cooler Bereich hier. Und Oswald passt zumindest ganz gut zu dem Grau. So, guck mal, da haben wir doch erstmal alles, ne? Wunderbar, guck mal, wie schön aufgeräumt das ist. Muss gleich gucken, ob ich noch ein bisschen Weg habe. Möbel, Häuser. So, fangen wir mal an, dass wir das Gebiet zumindest heute ein bisschen fertig kriegen. Wir haben ja leider auch nicht viele Oswald-Möbel. Daher wird das wahrscheinlich relativ schnell gehen. Oswalds Haus. Machen wir jetzt hier hin. So. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man es hier so mittig machen würde. So, an die Seite weiß ich nicht, weil ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man so hochkommt. Und da steht so genau in der Mitte.
des Geschehens. Finde ich eigentlich so ganz cool. Mal gucken. So, so ein bisschen zentriert, vielleicht genau in der Mitte. Ja, passt ungefähr. Dann gucken wir mal nach Wegen. Zäune hat er auch nicht so wirklich. Ich guck mal, ob ich die Schienen auch drumherum lege noch. Ich bin jetzt nicht so der Schienen-Fan. Was haben wir denn sonst noch für Wege? Weg der uralten Steinplattenstraße. Ich muss hier gucken, wie es nochmal aussieht. Ah, ist ja ohne Rand, ne? Nee, das ist ein bisschen doof. Was sind diese Metalldinger? Steinplattenweg. Weg der uralten. Was war das nochmal? Das war dieses bisschen durchsichtige, ne? Ja, ist auch nicht so mein Ding. Ich glaube, ich würde den Weg einfach nehmen, den wir unten schon genommen haben. Ich glaube, der ist das, oder? Ja, nehmen wir einfach das hier. Ich finde es ein bisschen blöd, dass der Untergrund halt auch so grau ist und du legst da wieder grauen Weg drauf. Ich finde, hier hätten sie einfach alles grün lassen sollen. Aber es passt ganz gut so zu Ostwald. Da habe ich mir gedacht, wir machen das vielleicht so ein bisschen blau-rot-grau oder so. Boah, das ist so nervig hier, der Bug. So, erstmal ums Haus rum. So, geht's schon halbwegs. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr euren Ostwald hingestellt habt. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingshaus. Ich finde halt auch, dieses ganze Schwarz-Weiß passt eigentlich gar nicht so richtig ins Valley rein. Aber wir müssen es leider irgendwie verwursten und bauen. Ostwald braucht sein Zuhause. Weil ihn als Charakter finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Oh, komm. Ich stelle es mal eben ein bisschen weg. Ist vielleicht ein bisschen schlauer. So. Machen wir es hier so ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob ich überall den grauen Weg hin mache. Würde ich vielleicht sogar machen. So. Jetzt haben wir hier vorne noch. Das muss auch noch alles zu. Zack. So. Oder? Dann kommt man hier hoch, da hat man direkt das Kino. Das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Sollen wir einfach alles pflastern? Natürlich kommen da noch so ein paar Bäume und so weiter hin. Ich würde erstmal, glaube ich, alles so dicht machen. Einfach bis zum Rand. Dann sieht das irgendwie ein bisschen besser aus. Wahrscheinlich mache ich da gleich nochmal ein paar Aussparungen wegen den Bäumen und so. Weil ihr wisst, Bäume müssen immer rein. Vor allem so hier in die Ecken. In den Ecken finde ich das eigentlich mal ganz nett. So. Weil eigentlich wollte ich Ostwald ja erst ins vergessene Land machen, das so ein bisschen Halloween-mäßig gestalten, aber da wir jetzt ja doch so viele Halloween-Sachen noch bekommen, beziehungsweise Herbst-Halloween-Gruselhäuser und diesen Berg, müsste ich das doch nochmal verschieben. Ja, guck mal, so sieht es auch schon mal ein bisschen clean aus. Zack, zack, zack. Relativ schnell gemacht. Ist ein bisschen nervig, dass man immer klicken muss. Ich mochte das eigentlich mit diesem Ziehen immer viel lieber. Bei dem Weg, so wie es vorher war. Kann ich hier unten noch rein? Sehr gut. So. Kann ich das ja auch noch zumachen? Geht auch noch zu. Wunderbar. Dann schließen wir es da noch ein bisschen. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ja, erstmal die Fleißarbeit, dann das Vergnügen. So. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, welche Laterne ich hier hinstelle. Ja klar, auf ja diese grauen Säulen einfach, ne? Es soll ja hier relativ grau auch alles bleiben. So, guck, haben wir das schon mal fertig? Mache ich da wieder so einen roten Teppich davor? Kann man da einen Teppich, steht da auf Teppich? Wäre eigentlich ganz geil so, ne? Der wäre ganz cool. Ansonsten habe ich noch den aus der Ultimate Edition. Schwierig, ne? Der ist natürlich auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß, es ist eigentlich eher so ein Wohnungsteppich. Aber ich finde den eigentlich ganz geil. Ich finde, der macht noch ein bisschen mehr her. Ja, würde ich so irgendwie machen. Cool wären jetzt noch diese Tiana-Bänder. Diese, diese roten. Da könnte man die so ein bisschen an den Rand hier machen. So viel schon mal ganz schön. Aber nochmal so ein bisschen Farbe. Ja. Beleuchtung, haben wir noch so Säulen? Ja, Säulen haben wir auch noch, ne? Ja, da sind die Farben eigentlich auch egal im Großen und Ganzen.
Vielleicht hier so eine hin. Gucken, ich weiß noch nicht so richtig, wie es gestalten soll. Bänke müssen natürlich auch noch hier hin. Bäume müssen auf jeden Fall hier hin. Ich würde zum Beispiel hier hinten einen Baum hinstellen. Dann machen wir das hier mal wieder weg. Graue Bäume haben wir ja leider nicht. Dann machen wir weiter mit den Dschungelbäumchen. Oder? Passt doch ganz gut hier hin. So ein bisschen hier in die Ecke. Oder? Machen wir es erstmal so. Vielleicht hier auch nochmal eine. Ach, guck mal, da müsste ich nicht mal Weg wegmachen. Das würde auch so gehen. Machen wir es erstmal so. Oder? Sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn man so hochkommt. Erster Eindruck zählt ja immer. Alles. Schienen. Ja, Schienen wollten wir natürlich noch machen, ne? Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob es mir so gefällt. Es gibt leider auch nicht so einen Schienenübergang. Oder ich mache hier so eine ganz kleine Schienenvariante. So eine kleine Bahn hier links hin. Weil ich würde das vorne eigentlich gerne freilassen. Oder wir machen nur so eine kurze Gerade vielleicht hin. Oder hier vielleicht. Warte, hier nochmal diesen Busch weg. Desiree Nossbusch. Wie heißt die? Noschbusch? So. Das wäre halt so cool, wenn die auf den Schienen fahren könnten. Ah, da in die Ecke muss eigentlich auch noch ein Bäumchen hin. Ja, weiß ich nicht, dass wir zumindest diesen einen Waggon da draufstellen können von Oswald. Filtern? Wie gesagt, ich habe noch gar keinen Plan, wie ich das hier mache. Alles spontan natürlich. Wie immer. Oswald? Komm. Anwenden. Genau, wir haben ja diesen komischen Propeller-Waggon, den ich auch absolut hässlich finde, muss ich sagen. Den finde ich auch so unschön. Ja, hier in die Ecke würde ich irgendwie gerne noch einen Baum machen. Ob wir nochmal so einen großen vielleicht hier hinstellen? Haben wir nochmal so einen fetten? Ah, der braucht natürlich viel Platz, ne? Ah, da haben wir wieder so einen Stein. Ja, irgendwas muss auf jeden Fall hier in die Ecke. Dann mache ich die Schienen doch erstmal wieder weg. Warte. Ich weiß nicht, wohin damit. Also ich will jetzt auch nicht so drumherum bauen. Ja, so ist doch ganz schön, ne? Guck mal, ist so. Wo könnte das ganz gut aussehen? Hier? Weil ich weiß, viele haben so die Schienen da drumherum gehört. Ich bin nicht so der größte Schienen-Fan leider. Aber ich will es gerne doch nochmal kurz verwenden. Weil Oswald soll ja alle seine Sachen bekommen. Dann machen wir es erstmal so. Jetzt haben wir noch das Auto, haben wir natürlich noch. Das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Wäre eigentlich hier ganz cool, ne? Oder so daneben. Ah, da müsste der Teppich wieder so ein bisschen zurück, ne? Jetzt haben wir noch diese Sonnenschirme, ja. Die laufenden Uhren. Die würde ich auf jeden Fall hier so hinmachen, so als Türsteher. Vielleicht auch nochmal einen hier hin oder so. Mehr haben wir praktisch gar nicht an Deko. Wir haben noch hier diese blauen Tische. Will ich auch mal überlegen, dass wir die vielleicht nochmal irgendwie benutzen. Ansonsten war es das eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ja, vielleicht die doch in das Auto. Oh, auch schwierig, ne? Schienen, ja. Ich würde gerne eigentlich hier nochmal so einen Baum hinmachen. Oder hier zumindest irgendwie hin. Muss gucken, ob ich den Weg darunter wieder wegmache. Ja, der Zug muss auf jeden Fall noch irgendwie hin. Der gehört ja auch so ein bisschen zu Oswald. Ja, vielleicht mache ich einfach hier so mehrere Geraden eben hin. Nein! Aber ich finde es doch schon mal ganz okay. Ja.
Dann stelle ich da den da so ein bisschen hin. Cool, wenn man noch, wäre noch cool, wenn man an den Schienen diese Pömpels hätte. Diese, wo die Schienen halt enden und dann gibt es diese Stoßdämpfer. Das finde ich noch ganz schön. Weil die Schienen verlaufen dann so ein bisschen ins Nichts. So, wenn man jetzt hier hochkommt. Ja, das Auto wäre so ein bisschen im Weg. Das würde ich dann doch erstmal irgendwo anders hinstellen. Machen wir es erstmal hier hin. Machen wir es so, das Schienenauto, Schienenhubschrauber. Machen wir einfach hier so ein bisschen. Ach, da passt ja nicht ganz auf die Schienen, ne? Wegen der Mauer. Und ist auch ein bisschen blöd wegen diesen Steinen. Da machen wir es hier so hin. Ja, machen wir es so. Habe ich ja so ein bisschen... Oh, jetzt bist du wieder zu nah an der Mauer. Das habe ich aber so ein bisschen bei der Straßenbahn gemacht. Da habe ich ja auch keine runde Schiene gebaut. Also so einen Schienenweg. Da habe ich ja praktisch nur so ein kleines Stück gemacht, wie so eine Museumseisenbahn. Ja, machen wir es einfach so. Da ist es so ein bisschen so ein Ausstellungsstück. Genau, machen wir es so. Schirme halt auch gar keine Ahnung. Die passen natürlich auch hier so gar nicht hin, ne? Die Schirmchen. boah, gute Frage, was man damit machen soll. Ja, mehr haben wir halt an Oswald-Deko praktisch gar nicht. Das ist eigentlich schon so gewesen. Das Haus ist noch so an sich ein bisschen nackt. Da würde ich halt auch noch so ein paar Pflanzen drumherum machen. Hier ist halt auch noch relativ nackt. Bäume sind eigentlich schon mal ganz gut. Ja. Hier ein bisschen Grünfläche finde ich gar nicht so schlecht, weil ich bin ja immer so ein Fan davon, um die Häuser auch was rumzubauen. Vielleicht hier hinten auch nochmal. Oh, ist so schwierig. Hier nochmal ein bisschen Platz, so. Passt das so ungefähr? Muss mal gucken. Ja, so ist gut. Da können wir da noch so ein paar Pflanzen drumherum machen. Mal gucken, ob das noch passt. Die roten finde ich eigentlich ganz schön. Geht das halbwegs? Ja, guck mal, das ist doch so ganz gut. Man sieht doch schon mal nach ein bisschen was aus. Vorne, ja, weiß ich auch nicht. Was soll man da noch hinmachen? Noch ein Teppich? Na, ich finde Teppich so eigentlich ganz cool. Vielleicht die noch ein bisschen mehr so in die Mitte. So. Dann hier hinten noch so rote. Dann haben wir so kleine Beetchen. An jeder Ecke so ein rotes Ding, genau. Schön, 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 ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Oswald. Ich merke es schon. Aber wenn das Haus drumherum schon mal steht, ist schon mal cool. So ein paar Pflänzchen. Die sind natürlich immer klasse, super mega klasse. Die können wir auch nochmal schön nehmen. Die passen zum Glück in jede Ritze. Oh, es ist so schwierig hier. Da reinzukommen. Oh, gib mir nochmal einmal die Pflanze. Dann hole ich sie mir nochmal von hier. Nehmen wir die nochmal. So ein bisschen durcheinander. Ne? Es muss ja nicht so absolut gerade sein. Alles ein bisschen drehen. Hier hinten nochmal so ein Ding. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Also die Pflanzen machen immer viel her. Da hoffe ich auch beim nächsten DLC nochmal auf mehr Pflanzen. Mehr Pflanzen, Bänken, Laternen und Bäume bitte. Herbstbäume wollen wir endlich alle haben. Habt ihr gehört, liebe Entwickler? Herbstbäume. Ihr müsst ja nur die aus dem Frozen Realm nehmen. Diese roten. Oder diese orangenen, die reichen ja schon. Oh, Bank müssen wir noch da hinstellen. Banki de Bank Bank, stimmt. Aber erstmal die Pflanzen noch. Was haben wir noch? Die blaue hätten wir noch. Hier, die komischen Dinger können wir nochmal nehmen. Und dann ist es drumherum noch schon mal ganz nett. Finde ich. Okay, sieht ein bisschen komisch aus. Kann man aber gut hier hin machen.
Machen wir hier die nochmal hin. So, oder? Haben wir hinten auch so ein bisschen was? Oh, hinten am Eingang müsste eigentlich auch noch so ein Teppich hin, ne? Warte. Dann können wir nämlich diesen kleinen Teppich nehmen am Hinterausgang. Dann nehmen wir den hier. Geht leider nicht zentriert, schade. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, ich mach's einfach mal so hin. Da haben wir hinten noch so ein bisschen was. Auto müsste eigentlich auch noch ein bisschen gehighlightet werden. Bänke nehmen wir aber. Stimmt, diese Mauern könnte man eigentlich theoretisch nochmal machen. Die Figur hätte ich so gerne nochmal. Kann man leider aber nicht nochmal herstellen. Auch sehr schade. Und es gibt keine uralten Mülltonnen. Sollen wir hier nochmal so eine Bank hinmachen? Zack. Ach, geht das wieder wegen der Pflanze jetzt hier nicht? Och, Mensch. Dann machen wir die einfach nochmal hin. So, da nochmal so ein bisschen Bänke. Ne? Passt doch. Synchron ist auch gut. So, schon mal ganz nett. Die Uhren sind süß. Das Auto, ja, müsste man eigentlich auch noch so einen Parkplatz für bauen. Müsste man eigentlich noch einen Parkplatz für machen. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz. Mit den Schienen, ja, ich will eigentlich nicht... Man könnte drumherum die Schienen natürlich bauen, aber... Da der Zug ja nicht fahren kann, finde ich das immer so ein bisschen doof irgendwie. Und es gibt leider nicht auch so einen richtigen Bahnübergang, wo man drüber laufen könnte. Das fände ich auch nochmal ganz schön. Zug will ich erstmal so lassen. Diese blauen Tische, ja. Die Dinger könnte man vielleicht nochmal irgendwie dahinter machen, oder? Sieht auch komisch aus, ne? Dann machen wir es vielleicht nochmal hier irgendwie hin, ja. Hier nochmal so ein Teil hin und hier. Machen wir es so. Ungefähr. Ist das denn auch synchron zu denen hier? Warte. Ich glaube, es müsste ein bisschen nach rechts noch, ne? So. Hier könnte es tatsächlich passen. So ist das schon mal ganz schön. Also wir haben natürlich jetzt noch viel Platz für irgendwie was. Dem Auto will ich halt auch nochmal mehr Liebe widmen. Hm. Weiß ich auch nicht, ey, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das einfach stehen lassen würde. Hier würde ich natürlich auch nochmal überall so Büsche vielleicht hinmachen. Auch hier an die Bäume muss so ein bisschen was hin, ne? Hier kann so ein rotes Teil noch hin, hier. Ist ein bisschen blöd, dass es wieder so asynchron ist, weil hier sind so Balken wieder, links wieder nicht. Ist auch wieder komisch Design von den Entwicklern. Also wenn ich Entwickler wäre, ich würde das so geil designen, dass die Leute auch geil bauen können und das nicht so schief und krumm alles machen. Mit hier ein Huckel, dann da wieder ein Huckel nicht. Ah, das ärgert mich immer total. Hier vorne könnte man vielleicht noch irgendwie... Die roten Pflanzen würde ich überall eigentlich so schön hinmachen. Hier nochmal so ein bisschen, die bringen ein bisschen Farbe rein. So, da müssen auf jeden Fall an die Seite überall noch Pflanzen hin. Aber so ansonsten sieht doch schon mal ganz nett aus, finde ich. Ne? Wie gesagt, wir haben leider nicht so viel Platz, um irgendwie geil was zu machen noch. Und leider auch nicht so viele Gegenstände. Ich bin noch am Überlegen, was wir noch nehmen könnten. So eine Mauer hätten wir halt noch. Aber wohin damit, ne? Witzig, dass hier eigentlich gar keine Mauer ist. Kann man da eigentlich runterfallen? Wir könnten natürlich so einen kleinen Parkplatz noch irgendwie bauen mit der Mauer. Wo wir das Auto so reinstellen. Irgendwie so. Ja, an sich gar nicht so verkehrt. Vielleicht mache ich das sogar. Oder den Baum hier weg. Vielleicht da hinten so diesen Parkplatz. Vielleicht noch ein bisschen synchroner zum Gebäude oder so. Ah, es wird ein bisschen zu eng dann da an der Stelle. Aber sonst wüsste ich auch nicht. Ja, sonst könnte man es hier vielleicht noch hinmachen. Ich laufe mal lang. Also ich finde das aber ganz cooler, ich da mit dem Auto. Müssen alle hier so. Ich frage mich, was Goofy kann. Oder ist das so zugemauert? Auch ein bisschen zu zugemauert, ne? Ja, das finde ich auch. Hm.
Ich will das Auto so ein bisschen highlighten, so ein bisschen wie in so einem Showroom. Ah, der Platz, es mangelt an Platz so ein bisschen. Ja, ich würde es erstmal so lassen vielleicht. Lass uns erstmal so stehen. Ah, das machen wir halt hier noch hin, ist auch so schwierig. Oder hier ist auch noch so viel Platz. Theoretisch können wir nochmal ein Bäumskin irgendwie nehmen. Das sieht auch so deplatziert aus, so einen Baum da jetzt so hinzustellen, ne? Oh, schwierig. Was machen wir da noch hin? Schreibt gerne die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt. Also, so viel ist ganz cool. Denn hier mit den Dingern an, oder? Die Uhren sind cool. Ich mag das auch, dass sie sich bewegen. Das sieht richtig nice aus. Zug muss halt auch noch gucken. Es hat auch so ein Item, was mir gar nicht gefällt. Das sieht auch so komisch aus irgendwie. Aber es passt natürlich sehr gut zu Oswald. Den Schirm müssen wir auch noch mal gucken. Hier müsste halt noch mal irgendwas hin. Hier müsste noch irgendwie was hin, aber Pflanzen. Oder wir lassen es halt relativ schlicht und karg. Das Auto finde ich da eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Es hat so seinen kleinen Parkplatz. Ja, was macht man hier hin? Schwierige Angelegenheit. Schirmchen ist halt auch so komisch. Leider haben wir auch keine Strandmatte für den. Guck doch mal bei alles. Klar, man könnte auch so einen kleinen Bistro-Bereich bauen mit diesen blauen Tischen. Das würde vielleicht noch funktionieren. Haben wir sonst noch irgendwas Oswald-mäßiges? Vase ist auch ein bisschen seltsam. Ansonsten würde ich es, wie gesagt, erstmal so lassen. Und klar, hier müssen natürlich immer noch Pflanzen hin. Ne? Hier Pflanze. Aber das ist immer so die Arbeit, die will ich euch ersparen. Das mache ich dann immer so privat noch ein bisschen. Das ist eigentlich immer sehr, sehr langweilig, über diese Pflanzen zu platzieren. Hier so eine Pflanze. Hier kann man dann auch natürlich welche hinmachen. Und sieht das später nochmal nach ein bisschen mehr aus. Hier natürlich. Hier so ein bisschen. Da hinten kann man auch noch viel machen. Hier zum Beispiel. Da haben wir diese komischen Lücken ein bisschen gefüllt. Hier nochmal so ein Teil, ne? Das mache ich dann alles noch. Ja, vielleicht fülle ich das einfach alles noch mit Pflanzen auf drumherum. Ja. Ich weiß nicht, ob man da so eine kleine Uhr da drunter stellen sollte. So als Gag. Vielleicht mache ich noch mehr Uhren hin. Dass der hier so ein bisschen chillt. Ja, ist doch so ganz süß vielleicht. Mal gucken. Hier beim Auto kann man eigentlich noch gut einen hinstellen. Ist auch nochmal ganz süß. Ich finde die echt süß. Davon hätte ich gerne mehr. Die ersetzen auch so ein bisschen die Bewohner, ne? Hier kann man vielleicht nochmal einen hinstellen. So als Zugführer vielleicht. Tisch, mal gucken, ob ich hier vielleicht noch so eine kleine Anlage baue. Obwohl das Blau, ja. Aber ich glaube, ich würde es erstmal so lassen. Mit den Schienen müsste ich gucken, ob ich die noch drumherum lege. Weiß ich nicht so. Das nimmt wieder zu viel Platz weg mit den Schienen. Alles klar, Leute. Ich würde es erstmal so sein lassen. Ich guck mal, ich mache überall noch Pflanzen hin. Guck mal nochmal nach Bänken und so weiter. Aber an sich gefällt es mir so erstmal ganz gut. Ne, vielleicht lasse ich es auch relativ schlicht. Hier müsste nochmal irgendwie was hin. Hätten wir noch so eine coole Statue oder irgendwie sowas. Ah, wir haben leider nichts so richtig. Irgendwas uraltes, Oswald-mäßiges. Riesige Leinwand. Ja. Eigentlich auch ganz cool. Würde gut zum Kino passen, ne? Stimmt, das würde eigentlich gut zum Kino passen. Vielleicht hier hin oder so. Oder hier, ja, oder da so hin wäre eigentlich auch ganz geil. Stimmt, die könnten wir auch nochmal gut hier hinstellen. Was haben wir denn noch? Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann so ein paar Tische und Stühle davor. Vielleicht finde ich noch so ein paar graue Stühle und Tische. Leider kann man damit, glaube ich, auch nichts machen, hattet ihr gesagt, ne? Ist auch so ein toter Gegenstand praktisch. Ja, vielleicht irgendwie hier so. Da haben wir so ein bisschen da diese Ecke verdeckt. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann mal gucken. Oder diese uralten Bänke so ein bisschen davor machen. So ein bisschen auch als Kino. Warte, ich schau mal. Vielleicht irgendwie so. So ein kleines Mini-Kino. Ich
Haben wir noch so einen Projektor? Wir haben noch so einen Projektor, glaube ich, ne? So, so ein kameraartiges Ding haben wir doch, glaube ich, auch noch mal irgendwo. Finde ich aber cool mit dem Kino. Das passt natürlich auch gut zu Oswald. Ja? Haben wir sonst noch vielleicht irgendwas? Gute Stühle oder Tische oder so, die hier noch gut reinpassen? Tische der Uralten? Weil diese blauen Tische, weiß ich nicht, ob ich die benutzen will. Schon so eine kleine Uhr kann man hier nochmal nehmen. Das sind einfach so ein bisschen die Bewohner hier. Ja, die chillen hier so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz süß und putzig und mutzig. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht so wirklich. Ne? Ich müsste sonst mal bei Dagobert vielleicht gucken. So komische Splitter haben wir hier noch. Weiß nicht, ob ich die nochmal irgendwo verwende. Mauerstück hätten wir halt auch noch. Oder irgendwas unter die Bänke vielleicht noch machen. Auch nochmal so Teppiche. Weil ich will hier so ein bisschen Rot als Farbe gerne haben. Ist auch wieder nicht zentriert leider, ne? Schade. Ich guck mal, ich lasse es erstmal so. Ich guck nochmal. Mit dem Auto finde ich aber gut. Mit den kleinen Figuren finde ich ganz süß. Das Kino passt sehr gut hier hin. Vielleicht lasse ich es einfach so, weil wir haben leider hier nicht so viel Platz, ne? Die blauen Tische muss ich mal gucken. Aber ich finde, blau sticht dann zu sehr hier raus. Ich möchte es gerne so rot-grau alles so ein bisschen haben. Aber sieht doch ganz cool. Das kann man damit wirklich nichts machen. Schade. Och, ich finde, da hätten sie doch so einen kleinen Film noch animieren können, finde ich. So einen alten Mickey-Film. So einen Schwarz-Weiß-Schinken oder sowas. Ne? Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich so eigentlich ganz cool. Vielleicht noch so eine Popcorn-Maschine dahin. Ja, Popcorn-Maschine. Müsste ich nochmal gucken, ob ich die habe. Ich guck mal nach Popcorn. Popcorn. Wird das so geschrieben? Anwenden. Oh nein! Haben wir sogar Popcorn-Maschine. Ja, die passt doch. Ja, ist ein bisschen Kirmes-mäßig, aber wird natürlich gut hinpassen, ne? Ah, weiß ich nicht. Ich stell's mal so hier hin. Ja, ja, man kann auch ein bisschen fahren. Ja, mein Gott. Oder ist doch eigentlich ganz cool. Also ich mag jetzt langsam den Oswald-Bereich. Wir werden auch so ein bisschen Feintuning machen. Dann werde ich euch das beim nächsten Mal zeigen, wenn es dann komplett fertig ist. Bisschen fehlt noch. Lasst gerne ein Abo und Like da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Aktiviert gerne die Glocke, um nichts da zu verpassen. Also mir gefällt's. Ich find's ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Passt hier gut rein auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr schön. Ne? Hier noch so ein paar Bäumchen hin. Vielleicht finde ich noch ein paar Möbel oder so, die gut hinpassen. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Danke, danke, danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.